Ich habe doch jetzt mein Training praktisch darauf ausgelegt, dass es 20 Uhr ist. Ja, das wird jetzt witzig. Ich kenne die ersten 30 Sekunden noch nicht. Die habe ich noch nie gefahren. Nochmal WU? Ah, jetzt mit der richtigen Zeit, dass man, ja. Mein Gott, ey. Ja, also du machst hier ein paar Sprünge links, dann rechts hier runter, dann da in das Loch rein. Und dann rechts und dann U-Turn. Und machst quasi dann 270 Grad Turn danach nach Naja, kurz rechts. Autos angemacht. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal große Probleme zu Checkpoint 2 zu kommen. Ach ja, der ist ja auch lang. Ja. Ja, den letzten Part von Checkpoint 2, den kenne ich. Ich kenne nur nicht den Start. Ja, der Ruf wird jetzt wichtig. Ja, Was genau, sonst? den muss ich, zu dem muss ich kommen und den hinbekommen. Ich glaube halt einfach smooth landen, ein bisschen wie Aber diesen jetzt habe davor. ich ihn. Ja. Oh, jetzt habe ich nochmal neu geschaut, aber ist ja kein Problem. Eigentlich dann gut für dich. Ja. Kann ich, wenn ich entfernt drücke, nochmal von ganz vorne loslegen? Soll ich für dich probieren? Ja. Ja. Ja, dann mache ich das gleich. Kann ich nochmal die ersten beiden Sektoren. Hat er recht. Aber Marius hat auch recht, wenn er sagt, dass er jetzt Ja. man nicht 2 Stunden vorher das auf 1 Stunde vorher legen soll. Ohne Grund. Ja, ich meine, ist jetzt ja nicht unbedingt sicher, dass man das dann liest in so kurzer Zeit. Wir sind ja nicht die ganze Zeit Fulltime-RPG-Fahrer hier, die nur in diesem Discord abhängen. Aber ich meine, dafür gibt es ja Notifications. Ja, ich kriege 30 Stück an jedem Sonntag. Ich meine. Ja, da musst du halt was für machen, weil du kannst nicht in 100 Servern sein. Doch, kann ich. Aber nicht in Okay, du mehr als kannst. 100. Aber dann kannst du welche stumm schalten. Es laggt mal wieder hier. Bestimmt ganz viele Dinge gerade laden. Den Mod. Den Mod habe ich eigentlich von Anfang an.
Oh, diese Rufit. Also gehört, was Lars zum Rufit gesagt hat. Ja, davor smooth landen. Ja, releasen. Ja, ja. Okay. Scheiße, wo fährt man hier lang? Na, ah, schnell Freecam. Wo bist du denn? Nach dem Rufit. Das hatte ich zwar eben schon mal ganz kurz gefahren, aber ich hab's vergessen. Da bin ich nur nachgefahren. Also fährst du über diese Planken rüber. Dann und dann nach links, ne? Ja, dann springst du dann nach links und dann da auf dieses Gebäude drauf. Halt direkt zu dem Checkpoint. Puh, ich hoffe, da ist jemand, den ich followen kann. Jetzt schon? Also gut, dass wir mal pünktlich starten. Also pünktlich im Sinne von 19:12 Uhr. Ja, ne? Weil ich dachte, der Timer hatte eben mehr Zeit angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt auch gerade ausgelaufen war oder nicht. Doch, doch. Er war ausgelaufen. Wow, ich hab's nicht geschafft. Obwohl ich smooth gelandet bin. Yikes. Ja, RIP. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Das ist ein Problem. Ich sehe nach dem Planken nicht den Weg. Da ist ein Sprung, ja. Sehe ich links und dann auf das Gebäude. Ach. Ein bisschen schräg rechts. Okay, ja. Jetzt versuche ich nochmal zu. Das hinzubekommen. Das bin ich zwar gefahren, aber da bin ich nur nachgefahren. Da hatte ich. Deswegen habe ich mir das nicht merken können. Was? Hä? Nice, ey. Gerade vor 10 Sekunden einfach stecken geblieben. Irgendetwas. Irgendwas invisible. Jetzt kommen wir so langsam in die Gefilde, die ich kenne. Was nicht heißt, dass ich das jetzt hinkriege. Shit. Oh Mann, würde das Auto bitte beschleunigen? Scheiße, ey. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Also eigentlich war es das schon vor diesem Checkpoint, aber jetzt. Den Rest jetzt könnte ich gut fahren, wahrscheinlich.
Oh Gott, ja, ich bin auch in Gefahr. Haben jetzt so fünf Sachen nicht so geklappt, wie sie eigentlich immer geklappt haben. Ach scheiße. Was war das denn für ein Bug? Ja, jetzt ist es ganz vorbei. Ja, 1:11. Ich darf nur 9 Sekunden auf den ersten Platz verlieren. Ach, Timeout, ne? Ja, das ist auch so dämlich mit dem Timeout. Warum macht man das denn so krass? Ja, bis jetzt war das auf jeder einzelnen Map, war es bis jetzt jedes Mal zu wenig. Weil die Respawns sind halt so verdammt lange in RPG, es macht halt keinen Sinn. Ach, ich krieg noch einen Bug. Ah, geil. Ja, jetzt bin ich. Ha! Ja, ich bin raus. Vielleicht ist das Timeout länger. Oder haben die das? Ja, die haben geschrieben 1:20. Das ist war jetzt bei 1:11 und ich habe jetzt einen halbe Minute lang einen Respawn wegen Bug bekommen, also. Ich meine, selbst wenn es jetzt 3 Minuten werden, wird es für mich knapp werden. Ja, es war mehr als eine halbe Minute, die ich da verloren habe wegen dem Respawn. Ich bin halt locker in den Punkten. Aber ja, keine Chance. Ja, ich bin 28. Ich bin ja ewig weit zurück. Und ich glaube, wir sind mehr als 28. Ja, wir sind weit über 30. Also es ist ganz einfach, hier durchzukommen, wenn man von den Platzierungen her. Das hatte ich auch noch nie, oh Gott. Ja. Please restart, my pad wasn't on. Ich verstehe das halt nicht. Auf diesen ganzen Maps, wo halt Bugs so einfach passieren können. Ich weiß jetzt nicht, wie buganfällig diese Map hier ist. Habe ich noch nicht rausgekriegt. Ja, hatte ich davor auch noch nicht, vor dieser Runde, aber es ist ja immer in den Live-Runden. Also ich meine, gerade eben hatte ich eine 5 Minuten 40 gefahren vor dem Start. Damit ich jetzt 20 Sekunden hinten gewesen wäre. Jetzt war ich 2 Minuten hinten. Deshalb wegen 1000 Respawns. War nicht 1000 Respawns, 3. Und das hat halt gereicht für die Anzahl. Warum schreibt er, wer drin ist? Ja, warum schreibt der Firestorm so? Wie hat er denn mich geschrieben? Firestorm. Ja, okay. So schreibe ich mich auch immer. Oh.
Oh, kann man hier hochkommen? Kann man den Flip umgehen? Ich fahre gerade auf den Steinen hoch. Wann fährst du? Ach! Ist eh nicht live? Nein, es war nicht live. Jetzt aber? Ja. Okay. Wo sollte ich das denn wissen? Hat er geschrieben. Habe ich nicht gelesen. Das ist so dämlich, das so kurz vorher zu ändern. Ich meine, es ist natürlich schwer zu sagen, für was es gereicht hätte jetzt mit einer Stunde mehr Training. Aber ich gehe schon davon aus, es wäre nicht schlecht gewesen. Also ich würde auch erwarten, dass du sicherlich dann Mitte 30 bis hoch auf jeden Fall auch gefahren hättest dann. Hier. Also ohne Respawns oder irgendwelchen Crashes wäre ich auch auf jeden Fall bei Mitte hohe 30. Na gut, immerhin waren wir auf dem Server, also haben wir immer noch doppelt so viele Punkte gemacht, wie Table gemacht hat. Ich meine, die Map sieht an sich gar nicht so übel aus, zu fahren, theoretisch. Am Anfang hier sind natürlich wieder viel zu viele Kanten. Ja, am Anfang gerade von Checkpoint 3 zu Checkpoint 4, da fährt man ja einmal dann so von Rasen in so eine Pipe rein und dann fährt man einfach so diese Planke da nach oben. Da ist irgendein Invisible Object da und daran bin ich hängen geblieben. Ich musste respawnen, obwohl ich direkt vor dem Checkpoint war und einfach geradeaus dahin fahren könnte. Bugslide dort, Firestorm. Ein bisschen rausspringen, drehen, Bugslide. Nix da. Das ist schwierig. Und hier nicht runterfallen. Deswegen bin ich ja auch langsam gefahren. Ich kenne die Map, Marius. Sieht man. Ja. Nee, da bin ich auch ständig hängen geblieben. Jemand hier aus den billigen Zuschauerplätzen an. Weil er die Map eine Woche nicht trainiert hat. Ja, wie auch. Gestern war ein anderer Cup. Den Error Cup hättest du nicht mitmachen müssen. Hättest du eine Stunde trainieren können. Ach, der Error Cup, der ging nur 35 Minuten. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass das verschoben wird. Ja, aber ist egal. Ich meine hier, so wie ich das sehe, ist es richtig, sich zu beschweren, dass du, dass das relativ spät geändert wurde. Aber so wie ich das auch sehe, ist, dass du das nicht als Argument nehmen kannst, dass du die Map nicht kennst. Weil man eine Woche hatte, die Map zu trainieren. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass es jetzt 19 Uhr ist, hätte ich schon dafür sorgen können, dass ich den Weg am Start kenne. Dann hätte ich nicht so viel den Endpart hier trainiert, sondern hätte halt früher den Start auch gefahren. Also ich finde das nicht, man hat eine Deadline, warum, ne, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Professor dir sagt, hier, du hast eine Deadline, du musst deine Ergebnisse bis 20 Uhr einsenden. Und dann ein paar Stunden davor sagt er, 19 Uhr musst du einsenden. Und dann bist du da noch nicht fertig. Ist das dann deine Schuld? Ist ja, kann man vergleichen. Ja, nee, also es ist ja nicht so, dass ja Marius nichts gemacht hat und jetzt auch nichts konnte. Es ist nur halt, dass er nicht alles gemacht hat. Wie zum Beispiel nicht den Start trainiert.
Ja, das wäre jetzt ja gekommen. Das hatte ich ja gerade vor. Ja, also ich meine, es ist ja kein Problem, wenn er die Stunde gehabt hätte. Dann wäre es ja kein Problem gewesen. Dass das jetzt, Ich hatte jetzt praktisch noch eine ganze Stunde Zeit, um die ersten drei Checkpoints zu fahren. Das hätte locker ausgereicht. Ich hätte dann noch die ganze Map mehrfach durchfahren können. Um dann überall fit zu sein. Ich beginne halt immer, die letzten Sektoren zuerst zu trainieren. Es scheint, dass es ein sehr einfacher Knockout ist. Weil wenn ich mir angucke, wie weit Firestorm hinter dem Erstplatzierten liegt und auf welcher Platzierung er damit ist. Also ich hatte ja gerade gefahren, wenn du keine Fehler hast, keine großen Fehler, keine Respawns und so, dann ist 40 low, 30 hoch, ist relativ einfach. Ah ja, dabei 5, 6. Denn irgendwo bin ich auch froh, dass das Finish-Timeout jetzt nicht so lange ist, weil es dann halt nicht genauso viel warten wie fahren ist. Aber es ist schon übertrieben. Ich finde, es kommt immer auf die Map an. Diese Map hat Respawns, die über 40 Sekunden lang sind. Da kann man nicht eine Minute 20 machen, wenn man, selbst wenn man die Map gut trainiert hat, auch locker 20, 30 Sekunden auf einem guten Run hinter dem ersten Platz sein könnte. Und du hast, sagen wir mal, du bist, hast die Map jetzt trainiert, aber bist jetzt nicht unbedingt der Schnellste und fährst jetzt auch kein Risiko, dann bist du locker mal 30, 35 Sekunden hinter Touris. Der hatte ja gerade eine Bombenzeit gefahren. Sagen wir, da verlierst du schon mal 40 Sekunden dann. Mit kleinen Mini-Fehlern oder so. Sagen wir 40 Sekunden. Dann hast du noch diesen einen Respawn. Der 40 Sekunden kostet, boom, du bist raus. Eine kleine Sache, die passiert ist. Ist das wieder live? Hm, denke doch. Wenn die Map so viele Checkpoints hat, dass wenn du mal einen Crash hast, der höchstens 15 Sekunden kostet, dann ist das was ganz anderes. Aber ich wäre ja auch noch, hätte ja auch gefinisht, hätte ich da jetzt nicht eben da diesen einen Bug bekommen und dann über eine halbe Minute verloren, deswegen. Das war halt natürlich direkt vorm Checkpoint, weil man da ja auch immer die Sprünge hinsetzen muss. Das finde ich auch mal blöd. Oh ja, ich hab vergessen, dass das ein Ring-Checkpoint ist. Ja, bitte. Ja. Aha. Das hätte ich genau jetzt auch nicht gewusst. Ja, genau das meine ich. Das ist so oft in dieser Map, das ist so nervig. Echt, was ist noch ein Ring-Checkpoint? Hm? Ist das nicht der einzige? Nee, im Tunnel. In diesem ganz langen Tunnelpart ist auf jeden Fall noch einer. Warum fährst du eigentlich so nach links nach dem Flip? Geht. Mehr Schwung holen oder was? Hm. Okay. Sieht so komisch aus. Safe. Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wie viele sind überhaupt drin? Geht mehr um den Winkel. Ich glaube, es war 17, 15 oder so. 17 auf jeden Fall vorherige ja. Runde. Und da waren dann zwei Knockouts. Es kann ja sein, dass er. Erfahren. Also, Moose ist immer noch am ersten Checkpoint. Ja, der ist jetzt ein Spectate. Der wurde aufgegeben. Also fahren 13 jetzt gerade. Oh. Und ich bin auf 11 oder was? Ich sehe dich auf 10. Okay. Ja,
Aber Astronaut ist 2 Checkpoints hinten. Ja, und ich meine, der Moose. Ich weiß jetzt nicht, ob der rausgeflogen ist oder nicht. War der überhaupt drin? Er hat gestartet, der ist zum ersten Checkpoint gekommen, aber. Hattest du nicht gemeint, dass Elektro den so gut hatte? Marius? Ja. Der Feuerstorm, genauso wie Zufluss. Der gerade richtig genutzt hatte. Also der war nicht gut. Du bist jetzt auf 8. Also. Dankeschön für das Update. Ich habe das Gefühl, das ist hier echt nicht so schwer, gut abzuschneiden. Das sind ja riesen Abstände zwischen allen. Ich dachte, das ist so eine Map, die ist ja viel fahren einfach nur, dass es hier richtig eng zugeht. Aber es sind ja auch generell nicht sehr viele Leute überhaupt dabei. Aber in der letzten Map waren es auch 35. Ich habe nur noch viel weniger jetzt die erste Runde überlebt. Yikes. Hier ist so ein Anti-Booster am Ende dieser Plattform hier. Den sehe ich auch überhaupt nicht. Anti-Boost? Ja, den habe ich immer wieder da bekommen, aber manchmal halt auch nicht. Der Übergang von dieser Plattform auf den Offroad. Den habe ich noch nie bekommen. Locker. Ich weiß echt nicht, was das ist, aber da ist definitiv ein Anti-Boost. Also man hört auf jeden Fall den Sound und den Effekt. Man merkt doch, dass man langsamer wird. Ja, aber halt nicht so krass. Nö, es geht, weil man danach eh langsam machen muss, aber Kosten tut es trotzdem erstmal ein bisschen. Und ich weiß halt echt nicht, wo das herkommt. Hier hatte ich begonnen zu trainieren. Habe ich mein Auto dahin gesetzt vor diesen Tunnel. Warum trainierst du denn auch von hinten? Warum nicht? Ich finde es gut, wenn ich das Ende einer Map gut kann. Dann kann ich dann, wenn ich da in einem Fight bin, kann ich mich durchsetzen. Okay. Jeder kann immer den Start gut, weil er immer von vorne beginnt. Ich wusste genau, wie man diesen Halfpipe-Sprung hier nimmt. Safe. Nämlich so. Oh! Ich hatte Angst, dass ich da zu weit rechts bin. Leute, links. Warte, hattest du nicht ein paar Respawns? Ja. Gut, Robin. Ja, finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ich. Gut, zum Glück habe ich noch nicht ganz so viel Zeit hier rein investiert, aber. Du kannst dich ja nach dem Tournament in dem Discord ausformulieren. Ja. Mache ich auch. Ja, weil jetzt kann man eh nichts mehr machen. Oh, Astronaut-Pause. Ja, cool. Ist er denn auch? Ah doch, er kann ja gar nicht finishen. Ja, das ist cool. Ich wette, der ist auch ganz gut auf der Map. Ja, hier. 28, seine PB. Naja, den habe ich ja besiegt im ersten Knockout-Event. Er war ja dann auch ein bisschen mad drüber. Wegen all den Bugs, die er kriegt. Und da hat er eben, glaube ich, auch, wo ich geschrieben habe, dass ich das gerade erst erfahren habe, dass das jetzt schon stattfindet. Dass ich die Map nicht kenne, hat er auch so einfach nur geschrieben, ja, unlucky. Da finde ich es schön, wenn er raus ist. Ist noch, ist nicht live, ne? Fahr mal ruhig weiter, ich sehe hier nirgendwo einen Kommentar. Warum machen die dann manchmal... Die hätten eben auch nichts geschrieben, ich weiß auch nicht, der... Also nach der ersten Runde ist es halt, definitiv so, dass die erste Mal alles
durchchecken müssen. Wer ist dann noch drin und wer nicht, weil das so viele sind, die auf einen Schlag ausscheiden. Oh, der Masabi, der ist richtig am Arsch. Ja. Der fährt da irgendwie rückwärts, aber der schafft das doch nicht. Was macht der denn? Und der muss da respawnen! Naja, das ist ein ewig langer Sektor. Ich bin mal gespannt, wie weit der jetzt hinten ist. Das ist halt eine Sache, ne? Und da sind auch so viele Kanten. Ja, und ich habe da halt auch gerespawnt in meinem meiner Runde. Weil ich bin dann nach links gesprungen, aber dann wusste ich nicht, wohin. Weil es ist ein absolut blinder Sprung danach, dass man da leicht nach rechts muss, keine Ahnung. Es war einfach unklar. Und dann habe ich halt gespawnt. Zum Glück gab es auch viele andere, die gespawnt haben im Part. Dann habe ich Autos angemacht, freie Kamera und die verfolgt. Was machen die? Wo fahren die dahin? Ja. Und erst dann, als ich gesehen habe, wo die hinspringen, konnte ich losfahren und musste ja diesen ganzen Sektor nochmal machen. Ja. Allein das war schon genug, dass ich weit genug hinten war. Und ungefähr da, wo jetzt Firestorm ist, hatte ich schon 1,23 Rückstand. Nach 1,45 Map. Oh ja, der Masabi hatte 40 Sekunden verloren. Wundert mich ein bisschen, hatte mehr erwartet. Hat hier auch ewig gewartet mit dem Respawn. Sind zwei Knockouts, oder? Ja, das sind zwei Knockouts bis Top 5. Oh, nice. Oder Top 4. Je nachdem, wo es endet. Jetzt bist du Top 7. Wie viele sind wir? Genug. Okay. Oh, warte mal. 11. Das sind 11. Also momentan. Ich sehe nur gerade Touris, Schokolé und Hazard hinter dir. Aber die sind relativ weit hinter dir. Also Hazard immerhin und Schokolé. Ja, Schokolé war schon in der ersten Runde nur gerade so gefinished, glaube ich. Oder in der zweiten. Also auf jeden Fall eine, wo ich das gesehen habe, wo ich gespeckt habe. Wahrscheinlich dann die zweite Runde. Aber eine. Vierter Platz ist 2 Sekunden vor dir. Das ist sehr knapp hier. Diese komische Gras-Transition, da fand ich auch immer komisch. Da ist mein Auto ja immer irgendwo hingezogen. Oh. Was machst du denn da? Tut mir leid. Das ist nicht gut. Ja, immerhin kein Respawn, weil das würde richtig viel kosten. Bin ich noch drin, oder? Ja. Außer du musst hier respawnen, weil das musste ich. Ach. Weil da verlierst du dann halbe Minute, weil dann respawnst du halt in der Burg. Ja, ne, respawn Checkpoint in der Burg. Das habe ich halt auch feststellen dürfen, als ich das im Replay trainiert habe, diesen Part. Einmal super safe. Oh, du bist Sechster. Super safe. Du hast da jetzt mit Plätze gewonnen. Ja, easy. Ich hatte nie vor, schnell zu fahren. Dieses nervige Headset-Kabel, wo dieser Lautstärkeregler dran ist, der sich immer im Stuhl verfängt und immer leise macht. Ja, ich habe auch so, so Kopfhörer zum Mitnehmen. Die haben auch so einen Schieberegler genau dran, mit dem man die Lautstärke einstellen kann. Und der ist immer aus. Das ist so nervig. Ich krieg die halt rein, ich pack das alles so ein, so unter meine Jacke und sowas. Dann mache ich Musik an und ich höre halt nichts. Das ist so nervig. Du solltest mal ein bisschen weiter ausholen für diese Dinger, Feister. Ja. Oh. Das ist natürlich unlucky. Ich
Schnelle Reaktion immerhin. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, ob man das hätte schaffen können, vermutlich nicht. Nee, nee. Ein bisschen Timeless kann man, Speedloss kann man ja haben. Das war wohl zu viel. Wobei, du kriegst den Checkpoint auch, wenn du nicht den Halfpipe-Sprung schaffst. Du kannst den von der Seite bekommen. Der Sprung vor dem Halfpipe-Sprung ist der wichtige, nicht ja, der Halfpipe-Sprung. Den hätte ich nicht geschafft. Ah, okay. Bin ich noch drin? Ja, aber... ja. Das sage und schreibe eine Platzierung verloren. Oh, wow. Der vor dir ist 21 Sekunden voraus. Und Hazard direkt hinter mir. Ja, der... Ja, siehst du, Tourist, Chocolate, Hazard haben dich... Dir. Die haben dich alle überholt, aber... Masabi und Wunjo. Oder? Wunjo? Ich sehe es jetzt nicht. Irgendwer ist hinter dir. Also mehrere. Ja. Ich schätze, das ist dann wieder direkt live. Also Wunjo fährt. Wunjo. Er war doch drin, hat doch hat sechsten Platz oder so reingefahren. Okay, weil der war halt ganz unten angestellt. Ach ja, ich wollte ja was essen. Meino ist noch drin geblieben. Der war nämlich auf dem vorletzten Platz kurz vorher. Dann schreiben sie auch nicht, oder? Kannst du mir so Updates geben, wo ich im Feld bin? So generell, also. Oh. Es hat sich ein Überschlag neben dir. Nee, der musste respawnen. Ja, einer ist schon mal weit weg. Bei zwei Knockouts ist das ja egal. Nee, es ist schon mal eine Hilfe. Also ich weiß nicht, was du da machst in diesem Part. Erst dieses komische Ausholen, dann springst du aber so Shep ab. Prankster würde sagen, Shep. Ja. Also ich fand's tatsächlich einfacher, links von der Pole lang zu fahren. Und dann ganz von der linken Seite dagegen. Ja, so mal abgesehen davon, was jetzt hier der beste Weg ist, ich werde es ja jetzt nicht mehr ändern, ne? Ja, klar. Du holst halt extra aus und dann bist du der Einzige, der noch aneckt. Das ist ja halt die Ironie. Das war jetzt, das lag an was anderem. Also im Moment bist du siebter von neun. Von neun? Wir sind schon neun? Ja. Ja. Yikes. Wenn die das nicht mit dem Timeout so krass machen würde und wenn das 20 Uhr stattfinden würde, wären wir noch mindestens einer mehr. Sagen wir zwei. Zwei mehr. Autsch. Aber der eine war nicht so gut, der hinter dir ist, aber der andere ist Hazard. Obwohl, mal schneller als du kann er auch nicht fahren. Du wirst, wenn du keine Fehler machst, auch Leute überholen. Von dem her holst du auch eh schon auf ein paar. Du musst einfach nur nochmal weiterfahren. Ja, bist noch gut dabei mit den ganzen Top-Leuten. Demos musst du respawnen. Aber er ist jetzt auch ein bisschen weiter weg. Oh, und Chocolate auch. Ja, Chocolate ist immer weit hinten. Aber er ist so derjenige, der sagt, hättest trainieren sollen. Fünfter Platz im Moment.
Alles klar. Und ja, Vorletzter ist weit weg. Alles klar. Das war schlau. Hast jetzt immer noch, im Moment noch so 7 Sekunden Puffer. Ich habe ja nur noch das Ende, also kannst safe. War schön weit raus hier. Ja? Ah, du hast noch mehr, du hast noch mehr, nochmal respawn. Ja, okay. Ich hatte eh nicht vor, hier irgendwie eigentlich noch zu failen, oder? Oh, oh. Selbst wenn du nochmal failst, musst du nicht direkt Panik, weil du wärst immer noch wahrscheinlich. Ja, 40. Hazard hat's auch überlebt. Ja, der lag sich auch irgendwie durch. Aber jetzt mit den Fehlern ist das gefährlich. Muss mir überlegen, wie kurz das jetzt ist. Das ist wahrscheinlich schon vor 20 Uhr vorbei. Nee, das ist es nicht. Übertrieben. Ich dachte, es ist jetzt 19.20 Uhr oder so. So fühlte sich das an. Ja, wir haben ja auch 15 Minuten zu spät gestartet. Das ist jetzt. Bis jetzt spielen wir seit einer halben Stunde. Ja, Firestorm. Ja, wir sind schon beinahe in den Top 5. Das ist halt das Krasse. Und die haben das halt vorgeschoben, weil es wahrscheinlich so lange dauert. Das hat doch Hazard nicht geschafft, ne? Nee. Weiß gar nicht, warum er es probiert hat. Weil er weiß, dass er sonst raus ist. Nee, der hatte quasi einen Fullstop vor dem Woofit und hat es dann immer noch probiert. Aber das sind halt schon so 3-4 Sekunden. Ich bin überzeugt, du verlierst damit Speed. Ja, ehrlich, ich bin auch überzeugt davon, dass du hattest jetzt genau Wunjo neben dir und es ist. Ich habe noch nie so eine Linie gesehen. Also ich meine, es funktioniert ja. Also. Ja! Das ist alles, was zählt momentan. Du bist halt auch Dritter. Jetzt gerade. Nur die Sticks kriegst vorne. Oh, ja, wenn Hazard jetzt nicht raus ist. Du hast jetzt schon 20 Sekunden auf dem Vorletzten. Das ist, klingt gut. Du darfst trotzdem nicht respawnen müssen in so einem langen Checkpoint. Hatte ich nicht vor. Uff. Ja, ich weiß ja nicht, wie soll ich es anders sagen. Safe.
Oh, das war Whisky. Warum machst du es dann? Wollte ich nicht. Loadjump. Von diesem Sprung hier habe ich auch so Angst, theoretisch. Also hätte ich. Weil ich halt weiß, was das für ein Respawn ist. Ja, ohne den Sprung wäre ich noch drin. Also. Ist natürlich die Frage jetzt immer noch, aber. An den 20 Sekunden hat sich nichts geändert. Aha. Du bist nochmal respawned. Wie weit ist der Respawn hinten? Alter. Der ist raus. Turis war erster, hatte jetzt so einen langen Respawn, dass er wahrscheinlich raus ist. Oh, yikes. Oh. Nice. Ah, der Run war ganz okay. Ja, also. Wenn Bunyo jetzt nicht komplett verkackt, dann ist Turis raus. Und der war erster. Aber der war in einem Fight mit dir. Der war nur minimal vor dir gerade. Okay. Das war eine halbe Sekunde. Und, ne, da hat er 30 Sekunden verloren. Was? Oh, yikes. 25, 30, ne? Deswegen sag ich immer, Feist, I'm safe. Das ist war noch nicht durch. Ja, hab ich doch. Ja, hast gut gemacht. Dankeschön. Ich wollte nur sagen, warum ich, ne? Ganz schnell. Das Schokolade musste respawnen. Der ist ziemlich weit hinten. Rip Chicks Sticks. Sag ich dann nur. Die sind ja. Der Fight. Oh, noch einmal? Hm? Ja. Der Fight um Platz 1 bei den Teams ist ja. Wow. Ist ja unglaublich eng. Und. Da verlieren die jetzt schon einiges an Punkten, an möglichen Punkten. Allerdings das gegnerische Team, Vita, die sind ja auch schon komplett draußen. Hm. Ha. Weil Astronaut... Ganzerweise fünf verschiedene Spieler von fünf verschiedenen Teams. Ha. Glaube ich. Weiß jetzt nicht, wo Vunio drin ist. Aber der hat eine Null in seinem Namen oder ein O. Vielleicht das. Oblivion? Der ist nur over.
Er ist auch gerade über Firestorm. Im Scoreboard und auch auf der Strecke war es gerade so. Aber diese Top 3 habe ich nicht erwartet. Atis, Munio und Firestorm. Dann Elektro ist auch relativ weit hinten, aber der hat noch einen großen Vorsprung vor Chocolat. Es fliegt ja nur einer raus, Firestorm, das weißt du, ne? Also, ja. Chocolate ist der Gegner und der ist noch in Checkpoint 7, du bist 9. 20 Sekunden. Alles klar. Oh. Der ist gecrashed, ha? Oh, ja. Matthias, der hat direkt gespawnt. Hat noch ein bisschen Puffer auf Schokolade, aber nicht viel. Schön hochspringen. Marius. Wenn ich mal einen kleinen Jungen als Kind habe, so einen kleinen Sohn. Ich auch immer den sagen, mach lieber das nicht und sei vorsichtig und dies auch nicht. Sei lieber sicher. Wenn ein Trampolin springen geht, nicht so hoch, nicht so hoch. Wenn er dann Frontflips machen will auf dem Trampolin, mach mal einen Airbreak. Ja, lieber nicht mitten im Sprung. Weiter ausholen, ne? Für den Frontflip. Ja, aber am besten nur dort, wo die Lande-Area sehr groß ist. Oh! Der Fehler von Tourist war aber auch echt komisch. Da ist ein Stein anzeigen. Ja, der ist einfach rechts gegen den Stein, gegen die Wand quasi gesprungen. Ja, ist ja eigentlich erstmal gelandet und erst danach. Hast du eigentlich schon Local jetzt hier, Lars? Ach, 83. sehe ich gerade. Ja. Scheiß. Ich frag mich, wie viele Punkte man dafür kriegt. Obwohl, nee, da gab es auch irgendwo eine Grenze, ne? Ab wo man überhaupt Punkte kriegt. War es nicht 100? Oder war es 50? Weiß nicht. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch hier was finishen, dass ich was kriege. Ja, Chocolate out. Was ist denn der 16. Local? 5,36, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wahrscheinlich. Da häufen sich dann die Zeit.
Jo, wurden jo gecrashed. Alles klar. Aber das sind auch nochmal über 20, glaube ich. Ich glaube, ich bin. Jetzt kann ich das Speedholen so verstehen. Danke. Ach du Scheiße, ist der Bonio weit hinten. Ich guck mal, nächster Checkpoint. Ja, 32 Sekunden. Erstmal anecken. Oh ja. Bugs Light in all diesen Hardarren. Es ist wirklich einfach schneller. Es ist ja auch nichts, was gefährlich wäre. Du fährst auf einfach ganz. Bugs Light zu weit inside. Weil der Effekt zu stark ist. Ja, machst ihn halt sehr spät. Avunio hat aufgegeben, also. Du musst natürlich immer noch in der Zeit. Von 1 Minute 20 finishen. Ab jetzt. 1 Minute 20, 19, 18. Ich konzentriere mich hier ja schon, ne? Der T-Sport, die hat genau auch gewiest worden in einem selben Moment. Oh, der macht nochmal. Was aber nett von ihm. Der In Before kommt jetzt nicht ins Ziel, gleich Finale dann. Nice. Also schon krass, da kämpfen zwei Teams so krass gegeneinander um den ersten Platz. Und dann ist keiner deren Fahrer irgendwie noch dabei. Das ist schon verrückt. Es sind ja noch ein paar Events. Ja, aber das ist schon trotzdem heftig, weil man merkte, dass die anderen Teams sich jetzt nicht mehr besonders sehr darum scheren. Und dass die es dann nicht hinkriegen, irgendeinen Fahrer noch dabei zu haben. Meine, das sind ja 6 Fahrer, die sind alle schon raus. Astronaut, Deimos, Korsch, Chocolate, Tourist. Wer hätte erwartet, dass die alle nicht in den Top 5 sind? Wie weit ist denn Ortiz da hinten? Halbe Minute. Hinter das Ballester. War fast der Fehler von Tourist. Da weißt du jetzt, was er gemacht hat, weißt du. Ja, gut zu wissen.
Elektro. Mhm. Ist so ein. Ist glaube ich so ein Bösewicht hier bei Spider-Man. Das sind die alle. Die haben sich nach dem Meme benannt. Ach so. Ach so. Ein Monat gestorben ist. Vor zwei. Ja, komm. Aber wie heißen die Mitspieler von ihm? Rhino. Goblin. Green Goblin, ne? Vom ersten Fall. Ja. Vulture. Das war von einem neueren. Was der letzte? Vulture. Das war der Bösewicht von dem neuesten Spider-Man, oder vorletzten neuesten Spider-Man. So, guck, auf heißt so. Lass Overachiever 2 Knockouts gewinnen. Das wäre doch was Geiles. What? Overachiever, die Knockout-Könige. Hm. Haben wir schon mal Knockout gespielt? Das Format weiß ich nicht. Jetzt ernsthaft? Oh, da hatte ich einen kurzen Lag. Das klang jetzt tatsächlich nicht ironisch, sondern ernsthaft von Lars. Ja. Den habe ich sehr gut gemacht. War es nicht so gut. Gleich auf mit Artis. Jetzt gleich hinter ihm. Ja, jetzt bist du in die. Oh, er ist gecrashed. Haha! Ja, weil er nicht die Firestorm-Linie kam. Genau. Er war zu weit links gesprungen. Jetzt springt er fast zu weit rechts. Aber wer sind die dann in Wirklichkeit? Elektro, Rhino und so. Weiß ich nicht. Einer von denen ist, glaube ich, Morpheo. Wer auch das jetzt auch ist. Du hast 11 Sekunden. Jo. Also der Elektro ist Morpheo. Okay. Ich glaube, das hatte ich schon mal gehört, aber keine Ahnung. Die anderen sagen mir nichts vom Namen her. Weil die sind ja, glaube ich, Dritter in der Team Competition. Mhm. Und der Elektro, der macht's ja auch ganz gut. Der war schon auf den Rounds Cups und so, der war immer auch mit dabei. Und er ist auch bei dem Solo-Ding relativ weit vorn. Hier wird er jetzt auch nochmal sehr viele Punkte machen. Also damit sichert er sich, denke ich, im Solo Platz 2 hinter Tourist. Brenn, der ja die ersten zwei Maps gewonnen hat, der hat er dann jetzt auch nicht mehr mitgemacht. Der hatte ja einen riesen Vorsprung nach zwei Strecken. Da war Tourist ja überhaupt nicht so richtig dabei vertreten. In dem Fighter und Time Attack. Ja, der hatte halt natürlich dann andere Events. Genau. Ja, man merkt einfach, dass der Hype hier weg ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich jetzt, weil jetzt so andere Competitions so langsam aufhören und wenn ich jetzt PTC nicht mache, ob ich nicht doch die letzten Maps jetzt hier mal richtig hunte. Angenommen, ich mache jetzt auf den, wie viele Maps bleiben noch? 3 oder 4. Wenn ich immer 1000 Punkte holen würde, dann mache ich solche Schritte nach vorne. Vielleicht kann man sogar noch in die Top 5 kommen, aber ja. Auf der anderen Seite kann man es halt auch einfach lassen. Eigentlich müsste ich dann auf dieser Strecke beginnen und jetzt gleich noch eine gute Zeit fahren, aber ich will ja auch nicht so lange machen heute. Ja, also es kommen noch 4 Maps. Und tatsächlich auch nur noch 2 Events quasi. Nur noch einmal Pathfinding, einmal normal Time Attack und einmal dann noch Rounds und KO. Oh. Ist noch vor ihm. Ja. Aber es ist ein bisschen knapper. 3 Sekunden. Muss aber auch nochmal respawnen. Was kommt nochmal ein KO, hast du das gesagt? Er muss respawnen? Ja. Aber direkt nach dem Checkpoint. Okay. Oh, er gibt auf! Warum gibt er denn auf?
Hat er aufgegeben? Ah, der ist 5 Sekunden hinter dir gewesen. Ja, das hat er nicht gewusst. Weil in dem Checkpoint selber, da war er noch 13 Sekunden hinten und hat dann gespawnt. Das war das, was er wusste. Stimmt, ja. Ja, bin ich safe, ne? Ein bisschen. Ja. Wie ein bisschen? Ja, du musst ja noch finishen. Du musst, das Time-Level doch schaffen. Du hast nur noch eine Minute, die du verlieren darfst. Noch 3 Respawns. Auf 3 Checkpoints. Der Elektro, der overachieved hier gerade ein bisschen. Ja, der hat jetzt 2 gute Runden, das heißt, er wird jetzt gleich keine gute Runde haben. Hoffen wir das mal, ne? Okay, Target Time 5:28, würde ich sagen. Sollte im Bereich des Möglichen sein. Und dann schauen wir mal, was er macht. Ja, so halt ein crashfreier Run. Hm. Ja. Naja, versuch die Zeit zu schlagen. Wie sieht's denn aus? Ihr seid so still. Ja, er ist 2,5 vor dir, aber mal schauen im nächsten Checkpoint. Ich schätze mal ein bisschen mehr. Firestorm hatte ja einen Crash. Ja, genau. Ja. Gut geraten, wow. Also 3,998. Also ein bisschen mehr als 4 Sekunden. Weniger. Also ich kann es nicht wirklich aufholen. Außer er macht einen Fehler. Ja, konzentrier dich einfach auf deine Target Time. Ja. Ich weiß, wenn der einen Fehler macht, dann bist du da. Er hat ein bisschen was verloren, 3 Sekunden.
Bin relativ lang? Okay, never mind. Wow. Ich hatte auch gedacht, ob das noch reicht. Oder? Hat's den perfekten Absprung gefunden. Los, falls er einen Fehler macht. Ah, jetzt habe ich den Anti-Booster bekommen. Siehst du? In der finalen Runde. Wenn du jetzt deswegen verlierst. Ja. Wenn er einen langen Respawn hat, dann wäre es immer noch drin. Mit dem Touris-Fehler? Ja, irgendwie hat wahrscheinlich auch irgendjemanden, den er das called. Oh, ja, er hat einen Respawn, aber. Da nicht waren noch genug im Sektor. Ja. Schafft das wahrscheinlich noch. Ja. War das so überlebt. Der shaked so hart. Ah, wie viel hat er denn aufgeholt, der Firestorm? Wow, 15 Sekunden. Hättest du nur einmal gewiespawnt und nicht zweimal. Ja, ich wollte dann natürlich den Partner wieder gut erwischen. Siehst du, mit deiner Target Time hättest du es geholt. Ja. Ah, Mensch. Unzufriedenstellend, Firestorm, also wirklich. Tut mir leid. Nice. Ah. Gut. Ja, ist okay. Also ich bin ja auch PB gefahren und so. Und ich war ja auch hinter ihm und er war schneller. Er fuhr schneller. Deswegen hat er dann einen Fehler gemacht. Ja, aber es war ja jetzt nicht unverdient. Die zwei Runden davor war er auch vor mir. Ah, PDC ist schon vorbei jetzt. Wir haben um 8 Uhr das geschlossen. Auch können die das nicht früher announcen? Ich wollte jetzt gerade beginnen. Ja. Die hatten das früher announced. Ein Riolo. Immer dieses ganze Französisch hier. Ach da. What? Spam hat sich vor Riolo in den Time Attacks gestellt. Welchen Platz sind die beiden? 18 und 19. Das heißt, die kommen wahrscheinlich in verschiedenen Gruppen. Und du bist in? 6. 6. 6 Sätzen.